Bevor Sie Nonne geworden sind? Ja, warte, noch nicht filmen, gell? Ich muss mir das überlegen. Ja, bevor? Ja, nein, ich muss mir zuerst überlegen, warte. Okay, dann Probe jetzt. Probe, ja. Damit ich den. Hatten Sie Geschlechtsverkehr, bevor Sie sich für diesen Lebensweg entschieden haben? Und jetzt soll das Wort. Ja, Sexualität. Irgend so ein Wort muss vorkommen, okay. Ach ja. Ja, Zölibat heißt eben ehelos zu leben. Und diese Form, zölibatär oder ehelos zu leben, hat es eigentlich immer schon gegeben. Also das war immer schon auch eine Berufung des Menschen, so ganz für Gott da zu sein. Die Ehelosigkeit oder der Zölibat, wie wir auch sagen, ist eine Lebensform, die die Kirche heutzutage vom Priester verlangt. Das heißt, die Kirche, die Verantwortlichen wollen, dass der Priester die Fähigkeit hat und die Bereitschaft, diese Lebensform zu leben, also dass er praktisch begabt ist dafür. Also niemand wird gezwungen, so zu leben, sondern jene, die bereit sind und fähig sind, so zu leben, die werden zu Priestern geweiht, wenn sie dafür eben offen sind. Den ernsteren Wunsch, selber Kinder zu haben, das habe ich nicht, weil ich einfach dadurch, durch meine Tätigkeit als Religionslehrerin oder in der Pfarre, einfach so viel mit Kindern zu tun habe und immer sage, das sind meine Kinder. Verliebt oder vielleicht verehrt oder so, schon, aber nicht, wie es vielleicht heute oft vermutet wird, dass man schon intensive Beziehungen hat oder geschlechtliche Beziehungen, das war nicht so in meinem Lebensweg. Mit 19 eben den Hannes kennengelernt habe und da war ich schon so eher im Hin und Her, also ich gehe vielleicht eher ins Kloster und bin dann auf einem Ball gewesen, das weiß ich noch, das war der 5. Februar und das war so Liebe auf den ersten Blick und da habe ich wirklich mit Gott gerungen und habe gesagt, warum schickst du mir den jetzt? Oder auch wenn es um Beziehungen geht, das ist das Thema Nummer eins. Also wenn man ohne Sex, das ist unmöglich, nicht? Weil ohne dem kann man überhaupt nicht leben. Aber einfach, glaube ich, zu wenig auch wirklich offen und ehrlich darüber gesprochen wird, dass zu Beziehungen mehr gehört. Vielleicht noch ein letztes Wort, was mir noch wichtig ist, worauf ich nicht zu sprechen gekommen bin. Ich sehe gerade die zölibatäre Lebensform oder das, was mit Ehelosigkeit und Zölibat gemeint ist, immer auch im Zusammenhang mit zwei anderen wichtigen Verhaltensformen des Christen eigentlich, nämlich Gehorsam und Armut. Ja, Sexualität. Irgend so ein Wort muss vorkommen, okay. Nein, ich habe keinen Geschlechtsverkehr gehabt, bevor ich eingetreten bin.